Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Den Ramob hier haben wir ja besiegt. Das bedeutet, wir können jetzt hier erstmal wieder aus dem Norden verschwinden und uns Richtung Mitte aufmachen. Ich denke, dass ich dann hier als erstes mal hier diesen Heldenempfang hier irgendwie erledigen werde, was das auch immer bedeutet. Heißt jetzt erstmal wieder ein bisschen weiter ins Inland. Wie gesagt, hier haben wir keine Ramobs. Die nächsten Geheimnisse wären dann hier eher auf dieser Insel. Aber ja, da gehe ich dann erst später hin. Ich denke mal, wenn ich dann hier zu dieser Quest hier gehe. Aber erstmal gucken, was jetzt hier in der Mitte ist. Dort gibt es ja auch noch einiges an Items und so zu entdecken. Gerade da auch, was Ramobs angeht. Es sind sowieso recht viele hier in diesem Gebiet, wie ich finde. Also wird auf jeden Fall interessant. Was ich noch erzählen wollte, was ich das letzte Mal vergessen habe, ist, dass es jetzt seit, ich weiß gar nicht, wann das reingepatcht worden ist. Es ist jetzt noch nicht so lange her. Also vielleicht 5 Monate, 4 Monate. Und zwar ein neues Ramob-Gedöns-Event. Also ein neues Ramob ist, ein neuer Ramob ist halt in World of Warcraft implementiert worden. Und in diesem Fall ein Ramob, der ähnlich wie das Kamel in Uldum, wo man die Statue braucht, sich selber als Mount droppt. Und zwar können überall hier in Draenor ein Portal auftauchen. Also es kann überall hier in Draenor ein Portal auftauchen. Das ist so ein Zwielichtzonenportal oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Ich glaube, ist recht unscheinbar. Es kann überall spawnen in Draenor und wenn man dann halt auf dieses Portal klickt, schließt sich das Portal hinter dir und dann startest du so ein Event, wo du dann am Ende, glaube ich, so einen Ramob erledigen musst. Ähnlich halt wie in Uldum mit dem Kamelboss. Und dann kriegst du dann am Ende so einen komischen, weiß gar nicht genau, was das für eine Art Mount ist. Auf jeden Fall gibt es dann einen Mount und das ist relativ selten. Also. Und da halte ich jetzt natürlich auch Ausschau. Ja, also wenn ich das finde, wäre das natürlich wirklich klasse, auch wenn ich das für äußerst unwahrscheinlich halte. So, hier müsste ein Ramob sein, ne? Ich glaube hier, wenn wir den Ronmul hier besiegen, nicht besiegen, sondern wenn wir dem hier helfen, diese Attacke hier zu überleben, entweder kriegen wir den dann als Anhänger, oder hier spawnt dann gleich noch so ein Rarwolf. Kommt dann hier gleich irgendwo angelaufen. Ich glaube, zweiteres. Okay. Gute Arbeit bisher. Nur noch ein paar Minuten. What the fuck? Ich werde jetzt hier mit Sicherheit nicht minutenlang gegen irgendwelche Wölfe kämpfen. Scheiße, da kommen mehrere. Oh, komm, Kritte, jawohl. Das war gut. Das hat mir Zeit geschenkt. Zwei direkt besiegt, bevor die überhaupt angekommen sind. Das ist er. Ramob. Habe ich mir fast gedacht, dass der jetzt kommt. Ich nehme nicht an, dass ich den friere. Doch, ich kann ihn tatsächlich festfrieren. Praktisch. Easy. Windzahnsäbel. Ein Schwert. Für einen Rogue ganz nett. Und hier gibt's eine Quest. Ich glaube, der bietet sich jetzt als Anhänger an. Ja, Konstrukteur Romul. Romul. Sehr schön. Ungewöhnlich, also seltene. Seltene Seltenheitsstufe. Jetzt keine Rar. Oder epischen Anhänger bekommen, aber das ist natürlich auch wirklich sehr selten. Eher unwahrscheinlich, dass man so viel Glück hat. So, was haben wir denn jetzt hier? Findet Samara. Wo ist die Gute denn hier? Wo ist die Gute? Hier habe ich doch irgendwo auch gerade irgendwie eine Quest entdeckt. Ja, ich glaube, die war das hier, aber das ist einfach nur ein Flugmeister. Hier, Samara. Als dich die eiserne Horde entführt hat, befürchtete ich. 8 Lehrenwirker erledigen. Das Mount ist übrigens ganz cool hier, wie ich finde. Das kann man sich im Shop kaufen.
Allerdings geht mein ganzes Geld für LOL-Skins raus, dass ich kein Geld mehr habe, um mir in-game einen Mount zu kaufen. Deliadoros, seid vorsichtig. Grüße. Auch dies wird vorübergehen. Habe ich jetzt alles hier an Quests bekommen? Draußen bei uns bellt wieder ein Hund. Ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht hört. Da möchte man wirklich meinen, dass man auf dem Land irgendwie seine Ruhe hätte, aber... Hast du komplett vergessen. Hier, Sternenkarte. What the fuck is that? Es müsste ganz oben auf dem Gipfel hier sein. Mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Hier vielleicht? Geht's hier hoch? Ja. Sieht gut aus. Ich glaube, hier bin ich richtig. Hier müssten wir richtig sein. Und zwar genau hier. Aber hier ist nichts. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ach, oder hier oben drauf, hm? Das wäre möglich. Nur komme ich da niemals oben drauf. Ich habe jetzt hier auch keine Begleitinformation. Kann ich irgendwie unten? Nein, shit, das ist ja niemals richtig hier. Fuck. Wie mache ich das denn jetzt hier? Muss doch irgendwo zu dieser Sternenkarte gehen. Ganz eindeutig der Hinweis hier. Astrologas Box. Warte mal, vielleicht habe ich die auch schon. Gesammelt. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Nee, ich habe hier auch keine Sternenkarte, also wie komme ich da dran? Wie komme ich da dran? Es müsste genau hier sein. Genau hier. Zack. Hier vielleicht? Hier, Stuhl? Nee, das ist ein Stuhl. Das ist falsch. Vielleicht hier irgendwo. Vielleicht ist es nicht ganz genau. Ich verstehe das schon mit der Sternenkarte. Schließlich sind ja auch ganz viele Teleskope. Ich höre. Sind nur Tische? Ach, oh Gott, wir sind ja echt... Ich bin ja echt blöd. Hier geht's ja hoch. Oh mein Gott. Ja, da kann ich mir auch nicht helfen, wenn man sowas erst dann merkt, wenn eigentlich schon wieder 5 Minuten rum sind. Das bedeutet, dass die Sternenkarte hier irgendwo sein wird. Um genau zu sein, müsste sie hier sein. Aber auch hier ist sie nicht. Wo ist diese dämliche Sternenkarte? Wollt ihr mich veralbern oder was? Das kann ja wohl nicht angehen. Hier, was ist das? Ne, ist auch ein Stuhl. Ach, Kinder. Geht's hier vielleicht noch eine Etage höher? Nee, das wäre Blödsinn.
Aber ich sehe hier auch nichts von einer Sternenkarte. Das verstehe ich jetzt hier nicht ganz. Wo ist dieses verdallemeite Ding? Das nervt mich jetzt hier aber. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich google das jetzt mal eben kurz. Denn so kann es ja nicht sein. Sternenkarte. Sternenkarte WoW. It's on the bed between. Auf dem Bett? Hier ist das Bett. Took me a while to find it. It's on the bed. Go to the second floor. One of the hologram protectors. I don't get it. Ist das doch eine weiter unten? Das verstehe ich nicht. Wartet mal, ich guck mal eben kurz. Nochmal hier, eigentlich wollte ich sowas ja nicht machen. Aber mal kurz schauen, dass ich das jetzt doch herausfinde. So, es ist schon richtig, hier. Ich habe jetzt ein Video angeschaut. Beziehungsweise ich schaue es gerade immer noch. So. What the fuck? Ich glaube, wir müssen hier vorher irgendwie questen. Anders funktioniert das nicht. Ja. Liebe Leute, wir müssen hier vorher questen. Das ist, also ich kann jetzt einmal kurz, hier steht, man könne mit slash reload, UI was erreichen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hier nicht finden. Liegt einzig und allein daran, dass wir diese Questgegend noch nicht abgeschlossen haben, ja. Ja, vergesst es. Das ist hier, also die Suche können wir jetzt gerade hier wirklich beenden. Also ich nehme an, wir müssen hier erst wirklich Beastly questen. Dann kann ich jetzt wenigstens nochmal eben kurz die Garnisonsressourcen hier holen. So, hier. Wo ist hier das Goodie? Den mache ich eben auch kurz einen Kopf kürzer hier, den leeren Wirker. Ich habe kein Ziel. So. Zack, hier, da ist es, der Behälter. Behälter mit doppeltem Boden. 63 Gold waren da drin. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Eher ein bisschen wenig, wie ich finde. Aber wie heißt es doch so schön? Das Sprichwort mussten wir ja auch schon öfter verwenden in diesem Spiel. Einem geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul. Und deswegen nehme ich das Gold. Bedanke mich ganz herzlich.
und sag nichts weiter dazu. Na komm. So, wen haben wir denn hier? Rastak gerettet. Ich habe ihn eigentlich nur gefunden. Und jetzt läuft er nach Hause. Das hätte er auch eigentlich ohne meine Hilfe hinbekommen können. Hat er aber nicht. So. Gut, liebe Leute. Ich will jetzt auch gar nicht überziehen. Ich mache jetzt hier Pause. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und dann mache ich immer weiter. Die Sternkarte finde ich dann hoffentlich in einem der nächsten Parts, wenn ich dann hier die ganzen Event-Quests, die es hier so gibt, alles hier so rund um dieses Gebiet, rund um Baumhain, wenn ich das alles abgeschlossen habe, dann kriege ich mit Sicherheit auch noch die Sternkarte in diesem Observatorium hier, was das ja anscheinend darstellen soll. Na gut, wir hören uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.